USA. Und weiter. Hier ist übrigens auch schon gleich der Waffenhändler. Äußerst praktisch. Hier. So. Zack, ich glaube, das Pfeilgewehr habe ich mir noch nicht mal gekauft. Deswegen geht's jetzt hier mal rein. Und so. Zack, ab an den PC. Okay. Ich kann mir ein Sturmgewehr kaufen. Und... Moment, wo ist es denn? Pfeilgewehr. Das Pfeilgewehr und dieses Sturmgewehr. Hätte ich gerne denn Handbücher. Wir haben so viele Diamanten, ich kann eigentlich auch mal was für die... Also auf jeden Fall, das normale Autoreparaturverbesserung. Großer Truck, Jeep. Ach, hole ich mir einfach alles. Wir haben so viele Diamanten. Raketenwerfer, Sprengstofftasche. Geben wir mal einfach richtig viel Geld aus. Richtschützenpaket. Tarnanzug, Stealth-Verbesserung. Oh, das gefällt mir. Spritzenverbesserung. Das gefällt mir auch besser. Und dann kann ich mir noch eine Primärwaffen- oder Sekundärwaffenkiste. Ich hole mir nur mal eine Primärwaffenkiste. So. Fast sämtliche Diamanten, die wir haben, ausgegeben. Das dauert aber auch etwas. So. Das speichern wir auch mal gleich ab. Wir haben 84% schon geschafft. Das ist ja schön. So, raus hier. Und ab ins Waffenlager. Hinein mit uns. Moment. Da, das Gewehr nehme ich. Dann nehme ich Pistole. Brauche ich nicht, das ist das Pfeilgewehr? Ist das Pfeilgewehr? Oder ist das das Pfeilgewehr? Das ist das Pfeilgewehr, ne? Auf jeden Fall nehme ich das. Munition. Her damit. Her damit. Moment kurz, ich habe doch Spritzenverbesserung. Dann kann ich mir doch gleich auch da drin, ne? Moment. Ja, das ist nicht schlecht. So. Das geht auf normale Munition, ne? Ja. Gut. Gut zu wissen. Raus hier. Kann ich mir auch gleich mal, und das Gewehr ist cool. Kann mir ja gleich hier auch nochmal neue Spritzen holen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich hätte mich vorher... Ach, die Heilung geht dann gleich mit. Noch was gelernt. So. Sehr, sehr schön. Das war doch mal ein erfolgreicher Einkauf. War zwar sehr teuer, aber er war erfolgreich. So. Ab zurück zur Stadt. Nach rechts und dann der Straße folgen. Das ist ein sehr simpler Weg. Simple Wege finde ich gut. Simple Wege kann man sich gut merken. Hier ist zwar noch ein Lager, Stützpunkt, was auch immer. Aber es interessiert mich nicht. Wir sind gleich in der Stadt. Von daher sollten wir sicher sein. Und dann können wir gleich noch einen neuen Auftrag annehmen. Ich meine, was gibt es sonst zu tun? Now we are here. Wo geht's jetzt hin? Erstmal aussteigen. Zu der UFL. Ich weiß. Ja. Brauche ich nicht. Das ist das einzig Blöde an dieser Waffe. Wenn er die so schräg hält, dann ist das Visier ziemlich im Weg. Ich kann ja aber einfach die Pistole nehmen. Oder das Pfeilgewehr. Das macht doch bestimmt auch einen coolen Eindruck. Ja, ich nehme halt die Machete. So, hier, ne? Moment. Hallo, Kumpel. Ich brauche Ihre Waffen, Mann. Ja, kriegst du. Aber gib sie mir wieder. Ich habe jetzt ein genauso cooles Gewehr wie du. Hast du es bemerkt? Ja. So. Da kann man speichern. Aber ist ja alles egal. Ich will nur einen Auftrag. Gib mir einen Auftrag. Na los. Gib mich Auftrag. Wer bist du? Schön, Sie zu sehen. Ist lange her. Sie arbeiten jetzt für Fouhiz? Ich auch, glaube ich. Um ehrlich zu sein, ich hasse den Kerl. Genau wie Sie, das sagt mir Ihr Blick. Dieser Typ hat ständig was am Köcheln. Er arbeitet mit diesen debilen Kankeras zusammen. Sie planen was, ganz sicher.
Wir beide könnten auch etwas planen, wissen Sie? Zeigen wir es diesen Kerlen. Sie sagten, Sie sind auf einer Erkundungsmission in dieser beschissenen Diamantenmine. Dort könnten Sie beide problemlos umlegen. Was sagen Sie? Räumen wir in der UFLL auf. Nach diesem Job arbeiten wir zusammen, als Team. Und ich bezahle Sie gut. Hauptsache, Sie finden diese Arschlöcher in der Timoko-Mine und töten sie. Da stand, töten Sie sie. Im Untertitel stand, töten Sie sie. Mache ich gerne. Gemisch, Belohnung. 25? Sonst habe ich doch schon immer 40 bekommen. Naja, egal. Wir hatten ja. Jetzt haben wir nicht mehr. Also nicht mehr so viel. So. Karte. Da unten ganz hin. Ich glaube, Bus ist da leichter, oder? Ja. Ich würde sagen, Bus ist da eindeutig. Mach das nochmal, Wichser. Na los. Ist ja schon gut. Es tut mir leid. So, Bus ist da eindeutig der leichtere Weg. Und weil wir faul sind, nehmen wir den Jeep, um zum Bus zu fahren. Jerry freut sich. Das hört man. So. Hier lang, hier rum. Und aussteigen. Unten links wollen wir, ne? Das wäre dann dieser Bus hier. Annehmen. So, wir sehen uns nach der Ladezeit wieder. So, da sind wir wieder. Und Karte. Ich kann doch auch da durchfahren, oder? Bestimmt. Ich meine, wir haben einen Buggy, der ist ja geländetauglich. Ich versuch's einfach mal hier lang. Ob das so klug ist, weiß ich nicht, aber zum Glück muss ich den Rest gehen oder sowas. Oder zurückgehen. So, hier rum. Egal. Ich gehe da lang. Da komm schon, da kommst du doch hoch. Geht doch. Damit sollten wir schon relativ nah sein. Ich rüste aber mal eine Waffe aus. So, zack, 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 zack. Ein bisschen sprinten. Und auch wenn wir jetzt kein Fahrzeug haben, sind wir doch ziemlich garantiert schneller am Ziel, als wenn wir außen rumfahren würden. Außerdem sehen wir so mal ein bisschen was von der Natur. Da hinten ist schon eine Brücke. Da hinten sieht man schon eine Brücke. Bedeutet, da ist eine Straße. Also haben wir die Naturfahrt schon fast überwunden. Fast komplett. Eppala. Okay. Hier ist ein schönes Flüsslein. Da unten ist ein Auto im Flüsslein. Und hier fährt jemand. Da fährt jemand über die Brücke. Sind nicht, der hat uns gesehen. Ich kann es ja mal versuchen. Kann ich irgendwie zielen? Was machen die? Die haben uns doch gar nicht gesehen, sonst würden die nicht so eine Scheiße bauen. Jetzt ist er ausgestiegen. Mist. Wo rennt er lang? Wahrscheinlich dahin, wo er uns vermutet. Aber das sind wir nicht. Wir sind woanders. Okay. Das hat auch ein schönes Visier. Aber das hat dann doch noch ein bisschen besseres Visier. Na gut, nehmen wir die hier. Stehen auf und kommen ihm mal ein wenig entgegen. Oder wir fallen ihn in den Rücken. Je nachdem, wie rum er steht. Auf jeden Fall gehen wir in seine Richtung. Um ihn zu erledigen. Oh. Hier ist sein Komparse, aber wo ist er? Wo hat der sich hin verkrochen? Der war es aber, glaube ich, nicht. Upsala.
Let me in. Let me in. Wer schießt noch? Du bist tot. Irgendjemand schießt doch. Aber du hast dich geschossen. So. Ich sollte schnell ein wenig wegfahren. Ach komm schon. So kaputt kann das Auto doch noch gar nicht sein, dass es nur so schleichen kann. Gucken wir mal. So, Gas. So. Meine Güte, ey. Wer schießt denn von da? Warum brennt das da? Von wo schießt du? Zum Teufel. Da bist du. So. Ich sollte mich auf jeden Fall mal heilen. So. Den hätte ich noch gerne einmal, dass das Ding. Na los, lass dich treffen. Lass dich treffen. Scheiß drauf. Scheiße. Ach Gott. Letzten Spielstand laden, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding so viel Schaden macht. Warum bin ich nicht einfach weggefahren? Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ich überspringe mal kurz die Ladezeit. So, auf ein neues. Diesmal nehme ich den Buggy und fahre woanders lang. Vielleicht kann man ihn dann ja ein bisschen mehr behalten. Wenn hier so lang fährst. Ein Büffel oder sowas in der Art. Hier ist Müll. Typisch Touristen. Das ist überall Müll. Dort ist ein Unterstoff, den man freispielen kann. Die Chance ergreife ich doch mal. Also was heißt freispielen? Freischalten? Freischießen? Der Unterstoff ist da oben. Das Auto ist hier. Ich geh mal zu Fuß da hoch. Und nehme diese Waffe hier. Denn die ist fein. Die korrosiert zwar ziemlich schnell, aber trotzdem ist die sehr fein. Unterstopf freigeschaltet. Sehr schön. Ich kann meinen Spiel speichern. Ich kann mich heilen. Ich kann. Brauche ich alles gar nicht. Ist erstaunlich. Wie ist das? Diese Primärwaffenkiste. Ach, ist doch egal. Interessiert mich nicht wirklich. So, so wenig wie möglich. Schlafen. Ich hoffe, ich schlafe jetzt wirklich nur ganz kurz und nicht ganz lang. Gut. Warum ich jetzt überhaupt geschlafen habe, ich will einfach speichern. Denn wir haben einen Unterschlupf und wir haben... wir sind etwas weiter vorangekommen. Das ist gut. So. Das ist wahrscheinlich genau das Lager, wo wir eben rangekommen sind. Oder wenn ich dort lang fahre, dann kann ich dieses Lager umgehen. Ich sehe es sogar von hier. Na du? Warte. Den hätten wir. Oh Gott, ich bin jetzt so Alarmbereitschaft. Ich hock mich mal hin. Ja. Bleib schön stehen. Shit. Das war daneben. Ich bin getroffen, aber nicht getötet, oder? Doch. Doch, er liegt. Wie sieht die aus?
Mist. Kann ich das hier eigentlich? Ich glaube nicht so wirklich. Naja, ich will nicht meine gesamte Munition verschwenden.